Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty World at War. So. Zeit, dass wir mal ein bisschen hier was angreifen, ne? Dann los. Da. Ich meine, wenn ich wissen, wie ihn geschieht. Die Navy bombardiert diese Insel seit 2 Tagen ohne Unterbrechung. Miller! Wenn wir am Strand auf Widerstand treffen, schaffen Sie das Funkgerät her und rufen Sie Raketenunterstützung. Novak! Den Strand rauf und zum Waldrand! Ich will sie da sehen, wenn wir landeinwärts marschieren. Ah! Was zum Teufel? Ist einer von uns? Jetzt ist er. Scheiße! Er ist nicht erkannt. Er hat 20 mm geschützt. Ruhe im Artillerie. Da hat er die Zielung getroffen. Alle Mann, Köpfe unten halten. Verstanden? Noch 20 Sekunden! Es wirkt irgendwie wie ein Film mit den Ausschnitt hier. Wenn man das anmacht. Geil. Durchhalten, ja. Kleiner. Wie bei Kopf. Wir müssen von dem Ding runter! Na dann gehen wir mal runter. Oh, Scheiße! Fahrer! Rampe öffnen! Die Leros drehen vom Ende! Wir sitzen auf dem... Die Rampe auf! Oh, Scheiße! Wir gehen hier mal lieber schnell weg. Sie sind noch heil! Das Flugzeug ist zerfallen! Die Japaner haben direkt hinter der Waldgrenze ein Verteidigungsfeuer. Schwere sind die Scheuer! Das erlegt den Konflikt! Okay. So, was soll ich drücken? Eine 6 und linke Maustaste oder was? Ja. Ah, Bajonett. Nee, das ist. Das hier! Sieht genauso seit bei Kopf 2 Landung bei Oma Happy. War genauso genial gemacht. Bewegung! Ui! Bewegung! Bewegung! Was zur Hölle ist da schief gelaufen? Alles. Es sollte keinen Widerstand geben. Panzer. Der Raketenbeschuss sollte sie mürbe gemacht haben. No, das sind normale, das müssten umgebaute M3s sein. Das ist der Vorgänger von German. Weil M4 German und das sind umgebauten M3s. Scheiße. Ja, welche war. Erledigt sie! So. MG-Stellung! Auf den Boden! Koordinaten erhalten! Flammenwerfer vorrücken! Warum Flammenwerfer, meine Lieben? Lang einer einfachen Qualität. Ja. 25 Sekunden. Schneller. Jede Linie durchbrechen. Wir spielen nicht alles. Wie bei Spec Ops The Line. Da kann man ja bei Spec Ops The Line entscheiden. Mit dieser Super-Story kann man dann später entscheiden, ob man diesen einen Agenten Rick, ob man den vor dem Feuertod rettet oder verbrennen lässt. Und das ist wirklich alles gut gemacht. Also, dieses Spiel, Spec Ops The Line, finde ich eins der besten. Eine der besten über die vergangenen Jahre. Überall auch noch von Deutschland. Das ist ja am schönsten, finde ich. In Deutschland, wenn es ein Tour macht, vielleicht so ein Variant. Nein, das Tour ist auch äußerst brutal. Weil der Einsatz von Phosphor, wie man das sieht, ist wirklich schlimm. Ich weiß, ob ihr Phosphor kennt. Phosphor ist eine Art Napalm zur Moderne. Praktisch, Phosphor ist etwas. Ein Material, was alles in Flammen setzt. Und es hört nicht auf zu brennen, bis nichts mehr von dem Material übrig ist. Und das gilt für Material wie für Menschen. Deswegen ist das eben so schlimm. Und vielleicht auch noch deswegen, weil es unglaublich schnell ausbreitet. Negativmeldung für diese Koordinaten. Von denen ist keine Negativmeldung gerade. So, weiter geht's. 25 Sekunden! Tauschen wir das. Geben Deckung! Netter Schuss!
Hui. Bajonett. What? What? Ein einziger, ihr Dummen. Wollt ihr mich verarschen? Ich ramme euch noch allein. Sperrfeuersalbe, Wacko 2, 5 effektiv, Ziel zerstört, Feuer überprüfen. Ich sperr zur Fleisch, ich will vorweg. 5 Sekunden. Oh. Uiuiui. 5 Sekunden. Ja, ist mal aber angenehm, mal ein bisschen schwierig hier. Von der kaputten Maus. Und das sagt das Bild Maus nicht. Ja. Die Frage natürlich von vielen ist, warum nicht sowas auf der Konsole spielen? Ganz einfach, weil man da nicht gescheit zielen kann. Ich spiele doch alle Spiele auf PC und auch nie mit dem Gamepad, weil mit der Maus einfach besser als war. Zum Beispiel selbst solche Spiele wie Batman! Uiuiui. Das war noch mal knapp. Das hätte jetzt wirklich in die Hose gehen. Ah, das war mit der darüber. Das ist schön, dass man bei denen gelernt hat, die es nicht gemacht hat. Kann man nicht. Jetzt war ich mal dran. Aber. Hier kann man nicht mehrere Schüsse hintereinander abgeben. Oh, bei manchen ging das so nicht mehr. Was, ich seh doch nicht! So. Ich seh sie! Genau vor uns! Leider halt vor uns! Sichern! Das ist Private! Ausgerichtet! Ziel durchgeben! Over! Polonski! Aha! Sie kommen hier! Ich bin mal gespannt. So, ja! So, von uns haben wir beim Stehenkrieg beim letzten Mal die Eroberung von Deutschland. 25 Sekunden! Da kommt er, nachdem Deutschland nun hier Frankreich eingenommen hatte, haben die Italiener dabei Griechenland eingenommen. Deutschland ist gescheitert, also hat Deutschland die ganzen Jugoslawien-Länder, dann noch Griechenland, Albanien erobert, sich darum gekümmert. Der Baum! Scheiße, was macht der? Raketensalve verfügbar! Abknallen! Ich weiß, dass sie da sind. Dann natürlich später, nachdem ist natürlich das berühmte Afrika-Korps dann nach Afrika gegangen mit in Rommel und hat dort den dritten Schritt gebremst bis nach Rekomendieren in der Nähe von Kairo. Was war das? Okay. Panzer! Sofort Deckung! Was ist los? Macht sie alle fertig! Der das hat richtig gut gedacht, oder? Beim Truck sammeln! Robert, wir können die überall Tonnen sein! Panzer! Gut, bitte. Naja, ich würde mal sagen, nehmen wir mal mit, hä? Ist vielleicht relativ gut jetzt hier. Gehen Sie da rein! Vielleicht können Sie sich lackieren! Okay. Das wird zum Druck mit nur so gemacht. Sie kommen hierher! Ui! Boah! Boah! Bitte! Wir müssen Sie überraschen! Ui! Finde Deckung! Schnell! Gebt euch Banzai!
Ihr habt ja Bandsteine. Also mal nachladen, das Ding. So. Okay. Okay. Mirror, mein Kameraden. 15 Sekunden. 15 Sekunden immer noch. Dauert immer noch zu lange. 10 Sekunden. Entspeilt euch mal. 5 Sekunden. Los. So, nachdem überall der Krieg herrschte, hat Deutschland dann begonnen, die Sowjetunion anzugreifen mit 7 Millionen Soldaten. Und kam bis 90 Kilometer vor Moskau, Leningrad eingenommen und fast Stalingrad. Also, 15 Sekunden! Man hat gegen ein riesiges Land im Krieg geführt, hat ihn fast gewonnen. 10 Sekunden! Also, ich muss dann überlegen, was die Russen Deutschen gegenübergestellt hatten. Also Deutschland hat 7 Millionen Soldaten. Vielleicht im Zug kommen in der Zeit 30.000 Panzer. Die Russen haben ihn entgegengesetzt. Vielleicht 30 Millionen Soldaten und 30.000, vielleicht, oder nee, vielleicht auch 40.000 Panzer. Ja. Man muss immer sagen, die Russen hat natürlich durch ein riesiges Land extrem viele Leute. Feindliche Panzer, fordern Sie diese Raketen an. Ich will mich noch um den einen kümmern. Gut. So. Koordinaten erhalten. Koordinaten sind da. Panzer, fordern Sie einen weiteren Raketenbeschuss an. Sofort. Hui. Und noch einer bleibt. Den schieße ich soweit ein bisschen mit Maschinengewehr. Das bringt nämlich was, hat man mir gesagt. Koordinaten durchgeben. Geht schon wieder? Gut. Da! Feuer! Wir gucken mal genau hin. So! Gute Arbeit von allen! Feuerunterstützung bereit! Wie lautet das Ziel? Ja? Was jetzt, Sarge? Sichert die Umgebung, Männer! Auf Befehle von Major Bahn. Machen wir mal Pause. Polanski, nein, bitte nicht. Okay? Nein! Sullivan, nein, durchhalten, alles wird gut. Sanitäter! Nein! Sullivans Tod setzt uns allen zu. Wir haben es nicht kommen sehen. Ich kann es noch immer nicht glauben. Der kräftigste, verlässlichste und mutigste Marine, den ich je gekannt habe. Nur ein Augenblick und er war tot. Jetzt liegt es an mir. An mir alleine. Diese Männer, meine Brüder, sicher durch diese Mission zu führen. Luftabwehrkanonen vom Flugfeld auf Penelio holen unsere Flugzeuge vom Himmel. Dieses Flugfeld einzunehmen ist unsere einzige Priorität. Ganz gleich, was es kostet. Gut. Harte Landung. Mhm. Seine Leiche wird schon bald zurück in die Staaten gebracht. Ich war mir sicher, dass Sullivan es schaffen würde. Wir waren unachtsam, Polanski. Das darf nicht nochmal passieren. Naja. Was jetzt? Die Japaner haben im Westen so ziemlich alles unter ihrer Kontrolle. Auf direktem Weg laufen wir den Japanern vor die Flinte. Okay. Auf der Flanke werden wir vielleicht nass, sterben aber nicht. Wir treffen uns mit dem 5. Ich wollte sagen, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.